Hallo. Hallo. Da soll ich noch einen Fliegel kaufen, oder? Du meinst so einen flachen, ja, den schwarzen flachen. Ja, ich weiß, den Fliegel. Ja, den mit da, wo die Gitter noch dran sind, sozusagen, genau. Gelegt und recht da. Hat er ja hier auch, aber ja. Ja, wir haben schon einen, aber ich glaube, der war etwas 12 Fuß groß. So, was brauchen wir noch? Ein Beinsammelwagen? Nein, wir brauchen Tiere für die Kühe, brauchen wir das Futter Einstreuer, ne? Ja, lass uns das Geld lieber erstmal für Rüben sparen. Ja. Ich wollte das andere schon mal haben, damit ich den anderen verkaufen kann. So. Ja, der Futterwagen kostet 121.000. Ja. Silo King, Alter, was für ein Name. Ja. So, Rüben, ey, der ist nicht King of Queens, sondern King of Silo. Weißt du? Ja. So, wir brauchen das Schneidwerk HR9, ne? Haben wir ja schon. Ja? Stimmt, das habe ich ja schon gekauft, stimmt? Ja. Das heißt, 720.000 Euro wird das kosten. Den Terrados und Terrafilis. Ne, 820.000. Alter. Boah, fast 1 Million weg. Das kann sich doch ernsthaft nicht lohnen, Alter. Das muss doch eigentlich so extrem viel bringen. Wenn man, guck mal, 900.000 bezahlt man mit, wie heißt das hier, dem Holmer-Teil, also mit dem Schneidwerk vorne. Ja. Boah, ey. Das kann man nicht denken, jetzt, Alter. Aber es sieht geil aus, die Dinger zu in Betrieb zu nehmen und so weiter. Deswegen lohnt sich das. Finde ich schon. Ja, auch wenn das vom Preis her viel zu übertrieben ist. Müssen wir wieder ohne Ende Stunden spielen, damit wir jetzt halt hier eine Million kriegen. Verschwenden wir für Rüben, so nach Worte. Eigentlich müssten wir uns, wie heißt das, Mama? 50, 100, was war für? 200 Schafe kaufen. Ja. Direkt 200 Schafe kaufen, Alter. Der knüppelt das aber richtig. Da denke ich mal, werden wir schon ein bisschen Wolle kriegen. Ein bisschen ist gut. Ich hol mal kurz den Hänger. Alter, dieser Ballentransportwagen ist. Diese Ballengabel meine ich. Ist die gut, ist so du? Geil, ey. Wird es zwar nicht hier gucken, aber vielen Dank fürs Einstellen der Mod. Ja, ja. Das erleichtert hier alles ungemein. Und wir haben auch noch den Schneidwerkswagen, haben wir auch da. Wieso kann man den nicht mit, wie heißt er, den Wagen normal ziehen, oder wolltest du jetzt nur wegen der Etikette? Was? Wolltest du den Schneidwerkwagen nur wegen der Etikette haben, oder auch. Weil man... Okay. Aber das Schneidwerk ist halt auch ziemlich breit. 4 Meter, Alter. Was? Das ist doch nicht breit. Hallo, Verkehrsregeln. Deine Mutter ist eine Verkehrsregel, Alter. Die hätte mal den Verkehr regeln sollen, bevor sie dich bekommen hat, Alter. Also echt, ey. Geht. Ja. Hätte dein Vater dich damals im Bach gewichst, hätte es mehr von der Welt gesehen, ey. Oder hätte dein Vater dich in die Abflussrohre gewichst, wäre es jetzt ein Ninja Turtle, ey. Ach, warte, wo soll ich denn? Ah, warte mal. Ach, nee, doch, jetzt. Hier gibt's nichts zu warten. Du bist ein Penner. Das war's. Was? Ja. Eiskalt. Glasklar. Wodka Gorbatschow. Der ist eklig. Weiß ich nicht. Nee, der schmeckt nicht, das sag ich dir auch gar nicht. Ich kenn das Smell-off. Und da habe ich böse Erinnerungen. Kleines bisschen. Alter Alkoholiker. Ne? Alter Toastbrot für die Auskotzer. Das war hart. Oh. Also, liebe Leute, übertreibt's nicht beim Saufen.
Und ja. Bleib clean. Ich habe ja nichts gegen Saufen. Nur halt, wenn man das halt immer wieder macht. Was? Ja, also wenn man das halt regelmäßig macht, meine ich. Wie Michi, der alte Alkoholiker. Marlitz. Ja. Erstmal von Marlitz zur Bilde. Hammer, ehrlich, das war das Geilste überhaupt, die ganze Kiste, ehrlich. Und er kommt mit, er kauft sich selber schon viermal von Raven, weil ja. Obwohl Christoph gesagt hat, er gibt eine Kiste Bier aus, ey. Alkoholiker, ey. So, geht das? Er ist echt ein Alkoholiker gewesen. Nein, das geht gar nicht, okay. Aber er hatte was mit Grigori, Alter, und darum beneide ich ihn. Oh ja. Krass, das geht. So, der Beinwagen ist leer. Ja, und wo steht der? Bei den Kühen, ne? Dann kann ich auch da gleich wegfahren, weil ich ja hier genau, einen Trecker habe. Ja, bin mal mit und verkauft. Also, dann lass mich fahren. Mhm. Und dann, wie ist das hier? Verkauf ich. Ich schieb nochmal eben die Ballen nochmal gerade, weil. Naja, wir haben ja die Case jetzt verkauft, ne? Ja, die kleinen. Ja. Was ich aber auch gut finde. Traurig, aber auch gut. Ah. Ja. Ach. Ist fertig, oder? Nee, nee. Ich schieb hier erstmal die Ballen hier erstmal kurz nochmal gerade. Ah, oh, Alter. Ordnung muss sein. Alter, wir geben mein Geld aus der Warte. Aber wir nehmen auch viel ein. In letzter Zeit ja. 364.000, also Mittwoch, also ne, gestern sozusagen in dem Spiel. Das war echt heftig. Das war wirklich echt krass, ey. Im Game Mittwoch. Ja. Das war ordentlich. Einnahmen BGA. Mittwoch. Ah, ich kann mal gucken, wie viel wir insgesamt gekriegt haben. Ja. Von BGA 334, 3, nochmal. 38, 340, 24, 530.000 knapp. Alter Schwede. Ja, lohnt sich doch, ey. Klar, nicht mehr so extrem wie vorher, obwohl das war auch nicht sehr viel mehr, ne? Doch. Ja. Ja, da hätten wir ja für das ja irgendwie 3, 4 Millionen bekommen. Ja, stimmt auch irgendwie da. Ja, echt anstrengend. Ja, finde ich aber auch so realistischer. Ja, das war schon ein bisschen extrem heftig. Weil sonst würde nämlich jeder Bauer in der Welt nur noch Silage machen. Ja, aber dann würde der Preis ja wieder sinken, weil nicht so viel gebraucht wird. Ja. Sehr schön sieht der Haufen da aus. Gefällt mir. Geile Mod. Mit der kann man endlich mal... Ja. Ja, das war schlau. Warte mal, Ladewagen, ne? Du sagtest, da war noch das war Überlade. Lade. Ja, Ladewagen. Mhm. Was kostet die? Ach ja, 112.000. Nee. Alten können wir auch noch 131.000, der große. Ja, aber ja. Für den alten kriegen wir nichts. Er hat 68 gekostet. Was, wie heißt der? Batman Repex 34S. Okay, kann ich dir was. Batman Repex 34S. Ja. Alter! Mann! 46 Riesen kriegen wir nicht. Boah, immerhin. Oh. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 135.000 aktuell. Das können wir uns leisten. Ja. Wie gesagt, ich denke mal, nach der Rapserde werden wir auch nochmal einen guten Schuss kriegen, wenn wir einen geilen Preis kriegen. Willst du nicht mal langsam vorspulen? Nein, der hier Mais macht doch noch. Ist doch noch am Machen. Hä? Ach so, ach ja, okay, ja, ich will, ja, gut. Der ist auch schon über die Hälfte fertig, also das dauert wenig, aber. Dauert halt wenig. So, kannst halt du in den Wald reinsteigen. Was? Wieso soll ich in den Wald reinsteigen? Ach so, ja, gut. Ja. Ja. Wie viel kriegen wir denn für den hier noch? Mal schauen. Ja, 10 Riesen noch. Ah, geil, das ist doch gut. Das ist der, der so schlecht ist. Der so okay. Ja, wir haben 12 für den bezahlt jetzt. Für den, wie heißt das hier? 12.000 haben wir bezahlt für den. Ah, Fliegel jetzt. Ja, Fliegel, ne? Heißt das Fliegel? Fliegel? Ja. Und haben 10 wieder gekriegt. Geil, also haben wir den fast kostenlos gekriegt.
Mom. Es reicht. Ein Tuck am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Was du, Alter, Blutschub am Morgen. Das ja, der auch, aber da habe ich keine Möglichkeit. Sag mal, wolltest du nicht den Fliegel kaufen? Achso, habe ich doch schon. Der ist doch schon hier, Alter. Ach so, den hast du schon dahin transportiert. Ja, natürlich. Ach so. Junge. Hör mal, Harry, du. Das ist doch schon lange erledigt. Ja, wir haben ja jetzt momentan nichts zu tun, oder? Ich lackiere gerade die Facebook von meinem LKW. Okay, da kann ich ja den Ballenwagen wieder aufladen. Habe ich jetzt eigentlich Grasballen da hinten hin transportiert? Alter! Okay. Oh, guck mal, mein LKW. Guck ich mal. Ja, jetzt schnell. Ich weiß nicht, ob der Bug lange hält, ich hab's fotografiert, aber wie soll ich den denn da wieder rauskriegen? Schicke neue Felgen, Leute. Aber nicht da reinsteigen. Achso. Ich steig nicht in den ein, nicht, dass der Bug da weg ist. Ja, siehst du, wie tief der gelegt ist? Ich hab den tiefer gelegt. Du hast ein bisschen übertrieben, glaube ich. Mit tiefer legen, ne? Ja. Ja. Aber siehst also, du, da sieht man noch also ein bisschen tiefer rein. Tiefer kannst du Alter, die Reife ja, nicht mehr geil. Machen. Standst du gerade hier? Ich kam gerade nicht weiter. Ja, hier stehst du. Nee, da stehe ich nicht. Was? Ich steh gerade direkt auf der Anhängerkupplung. Achso, schade. Weil hier ist so, als wenn irgendwo was wäre. So, Alter. Fahr mal los. Ist der jetzt echt festgebackt, Alter? Ja. Nee, das gibt's doch nicht. Nee. Wie geil. Geil. So, ist er weg. Na toll, ich hab dein zurückgesetzt, das gibt's doch nicht, Alter. Man geht doch davon aus, dass der erste, wie heißt das hier, auch der ist, den man als erstes gekauft hat hier in der Reihe. So. Alter, was zur Hölle? Ich hab schon wieder dein zurückgesetzt. Hä? Achso, jetzt noch nicht. What the? Also, ach scheiße, der ist ja jetzt nicht mehr in der Liste. Ich muss den steig mal aus, dann kannst du die Liste abgeben. Du kannst mal deinen Beitrag kannst du mal von der Straße da nehmen. Ja, erstmal der LKW. LKW. So, warte mal, ich tue dich mal kurz ein. Da haben die. Den anderen auch nochmal schnell. Fertig. Was war das denn für ein Bug? Ich hoffe mal nicht, dass das immer passiert, aber sonst haben wir echt, sonst müssen wir die echt wieder wegmachen. Ne? Und wie findest du meins weiß-rot und du deins rot-weiß? Ja, stimmt. Das ist mir gar nicht so offen, oder? Naja, er war so tiefer gelegt, deswegen. Naja, stimmt. Na, 146.000 haben wir also. Gar nicht schlecht. Haben wir eigentlich gerade was am Lager? Ja, 15.000 gab's, aber das bringt echt nichts mit zu kaufen. Scheiß Sonntagsfahrer! Alter, hier war gerade dieser. Steht er mitten auf der Straße. Jo. Penner. Wollte ich nicht. Hey, von der Ball. Mann. Alter, also echt noch ganz falsch. Besser fahren als du. Siehst du? Ja, was dein Scheiß. So, ich bin dran, bleib so. Also, was laberst du dich voll? Klingelpotze, echt.
viel Spaß beim Aufsteigen. Unsere Blinker sind berühren sich sinnlich. Alter, hauche Erotik. Komm mal raus, Alter. Das ist Alter, raus. Ich bin im LKW! Hilfe! Hilfe! Wie geil! Das ist echt ein Hauch Erotik hier. Geht richtig ab. Lalalala, mit Zoll, Baby. Alter, Schmiede. Alter, die Tanks, die haben sich verbunden. Tatsächlich, ist jetzt einmal. Mal schnell auseinanderschneiden. Helfer, J hat die Arbeit beendet. Das heißt, ich fahre den jetzt weg. Babadibubi. Nein. Ultra Power. Wir haben ja noch nicht den ganz großen Waltra, fällt mir gerade ein. Wir haben ja noch nicht mal den mittleren Waltra, oder? Ich glaube, wir haben den mittleren Waltra gekauft, da bin ich dabei. Nee, wir haben den kleinen Waltra tatsächlich. Echt? Wir haben den kleinen Waltra? Warum? Mhm. Wir haben. Wo ist der mittlere Waltra? Ja, wir haben den Digger. N-Series. Da ist der T-Series. Ach, tatsächlich, T-Series gibt's noch. Okay, der ist irgendwie immer im Gang. Leute. 170. Den habe ich ja in Singleplayer und der ist echt gut. Den hätten wir mal kaufen wollen, was heißt anstatt den Lamborghini, den ich heute den Lamborghini über den Kamm. Ist gar nicht schlecht, 190.000 für, wie heißt das hier, 250 PS, 13 PS weniger. Also nicht schlecht, aber 20.000 billiger als der Lambo. So, ich komme jetzt erstmal, Wo hast du den Ladewagen eigentlich geparkt? Also bei den Beinen. Ach, da hinten, okay. Also soll ich Zeit mal vorspielen, das, weil ich habe echt absolut gar nichts zu. Die Bäume sind alle, wie heißt das hier, gehäckselt und da, also. Holy shit, wir haben nichts zu tun, Alter. Na, dann machen wir fortspielen. Wir müssen nicht mal auf den Preis achten, weil wir nichts haben. Ach, das ist herrlich. Wenn ich hab, brauche ich auf nichts achten. Ach doch, wir haben ja 80.000, wie heißt das, Sojabohnen. Was? Alter. Ah, cool. Holy shit, aber der Preis ist kacke. Da wird sich auch nichts in nächster Zeit, wie heißt das, ändern, dass der mega will. Ist. Ach. Wo haben wir denn die 80.000 Sojabohnen hin? Haben wir die Grundverkaufsrede? Ist das von der letzten Ernte? Achso, die letzte Ernte und. Achso, oh, doch, könnte eventuell was werden. Ja. Oh. Mal schauen. Ja, sag Bescheid, sag vorher. Ja, ja, vorher noch Bescheid. Ich mache Ballen. Aber warum Silage, die das halt eingezeichnet ist, das ist echt nervig. Ne? Er hat halt noch ein paar Fehler, das Spiel. Was? Silage? Ja, dass du nicht angezeigt hast, wie viel Silage wir hier oben haben. Wieder. Also, ja, das ist irgendwie ätzend. Oha. Macht riesen Sprünge, das Ding. Das könnte eventuell was werden. Mal Mary, mal schauen. Mary, verkauft. Alter, guck mal, ich bin hier im Menü und hab 54 Frames. Verrückt, bin aus dem Menü, hab 60 Frames. Alter, das Menü zieht ganz schön Frames, ey. Holy shit. Alter, tatsächlich, ja. Das zieht richtig Frames, das Menü. Ja. Leute. Oh, das sieht echt gut aus bei Mary. Von 1300 hoch auf 1747 schon. Alter, ich hab so scheiße geparkt hier. Was für ein aggressives Menü. Komm schon, Mary's Farm. Gib mir 15.000 pro Liter. Pro 1000 Liter. Alter, 1870. Ich glaube, da entwickelt sich was. Oh, jetzt zack, boom, Pfeil weg. Oh, alles kaputt, Alter. Silo im Arsch. Ausgebrannte. Ja, Alter, wenn wir da nämlich auch, wenn wir echt den Preis wieder 2000 so ungefähr kriegen, dann haben wir da auch wieder, sind das auch knapp 160.000. Boah, Alter. Dann haben wir knapp 300.000. Alter. Geil. Oh, 1949. Oh, da geht was ab, Junge, Alter. Ich mach mal schon mal runter. Und fahr mal schon mit dem Hänger hin, ne? Da, also, weil da geht was ab, mein Junge. Da geht was. Ich hab gerade gedacht,
das letzte Mal mit meinen Eltern gesehen. Jetzt kannst du extrem leise, der Bebe. Was? Jetzt bist du extrem laut, Bebe. Ja, fast 300.000, wenn der Preis gut ist. Bebe. Alter, da können wir uns den Terrados oder Felix, ich weiß nicht, den günstigeren fast schon so kaufen. Oh. Super. Ja, normal, den können wir uns dann fast, oh, den können wir uns schon ohne Millionen kaufen. Weil wir ja auch noch Raps kriegen, wenn da ein guter Preis ist, dann haben wir locker 325.000 und dann kaufen wir den schon abseits der Millionen. Ja. Nicht schlecht, dann haben wir uns den selbst zusammengespart. Das macht uns stolz. Ja. Ja gut, man muss auch bedenken, wir haben jetzt das große Feld. Ja, wir haben schon, also das ist schon gut, ja. Haha. Alter, ich hoffe, dass das auch bleibt, also dass der... Na, ich mach mal nochmal auf 8. 1957, oh, mal schauen. Bitte geh auf 2050 oder sowas, aber wenn du jetzt aufhörst, dann hau ich deine rein. Appellator schon mal, du Schlampe. Ja, ich muss erstmal hier diese Ballen hier loswerden. Ich hab den Wagen nur so beschissen geparkt, dass ich hier nur Zentimeter. Also das ist hier echt ein Millimeter, aber. Mann, bist du hohl. Ja. Das ist wirklich hohl. Da muss ich dir diesmal ausnahmsweise mal recht geben. Och Mann, ey. Macht so eine riesen verkackten Sprünge und dann bleibt er bei 1970 stehen, ey. Ah. Also nicht aufladen? Also ich will mindestens zwei Riesen haben immer, also ja, so 2,50, ja, ja, ja. Alter, das ist einfach so mein Minimum, das ja, ist, weil ja. Ich weiß, dass man das kriegt locker. Ja. Oh, das ist ja ärgerlich, ey. Was ist das denn für Kacke? Ach so, da, okay. Aber da geht noch einer hoch, aber ich glaube, das wird schwer. 1513. Naja, einfach beobachten. Jo. Ist das ärgerlich, ey. Bleibt aber 1970 stehen. Wie verdammt die Klingelfotze Mary, Alter. Oh. Wie redest du über... Oh, Alter. Ein bisschen Bodenstoff, ey. Okay, der Wagen, mit dem muss man auch vorsichtig fahren. Aha. Dann sind vier Ballen wohl doch nicht so wirklich gut. Ja, musst du drei machen, das ist noch fertig. Nee. Vier Beine sind schon, ist schon super. Alter, was zur war das, Alter? Ach nee, ja, ganz vergessen. Ja, Raps, also, die Scheiße ist scheiße. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn das keine Scheiße wäre. Na. Ich hab nur gehofft, weil, Alter, das war so ein riesen Sprünge gemacht, das Ding, ne? Und dann da kurz vom Ziel abverreckt, ey. Said what he said. Ich sag jetzt. Ja, wie gesagt, hätte dein Vater dich damals im Bach gewickst, wärst jetzt eine Bachrobelle. Bach, Mann. Ja. Ich mag Forelle gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Ich bin irgendwie eher so der. Ja, Meeresfischtyp. Ich Fischstäbchen. Ja, Alter, du bist doch behindert. Du bist doch kein Fischfrikadelle. Oh, Backfisch. Oh, jetzt ein Backfischbrötchen. Oh. Oh. Ihr seid so eine Kulturbanause. Oder du besser gesagt als Norddeutscher, so ein Scheißessen. Backfisch also? Kannst du jeden Tag fressen, so nochmal, du weißt du. Aber schön. Ja, aber ich mag es halt. Brötchen, so Matthias oder sowas. Ich weiß, natürlich esse ich auch sehr gerne Matthias und so weiter. Das hättest du dir mal holen sollen, ey. Das kriegst du nicht so geil frisch. Guck mal, Backfisch kannst du dir kaufen von Iglo. Oder ja, schmeckt nee, also echt super schmeckt. Lecker, ehrlich. Nee, von Iglo musst du mal probieren. Schmeckt super lecker. Ja,
Ich bin aber der, wenn das der von Ich war. Bin der Meinung! Nee, er muss es mal abchecken, aber es kann auch sein, dass das der von Netto war, ich weiß das gar nicht. Irgendeiner war richtig, richtig lecker, richtig schön backfisch, Alter. Der war echt gut. Alter. Okay, wie soll ich jetzt diesen schiefen Turm von Pisa jetzt hier abmachen? Oh, happy day! Okay, das war jetzt echt schwul. Ja. Du Klingel rüber, du. Aber die Scheiße hier nicht mal fertig. So. Oh. Ja, hättest du ja auch eine Ballengabel holen können. Wäre es hier noch schneller gewesen. Hasse Ballen zusammen. Ach, mit den Dings hier macht das tatsächlich Spaß. Ja, doch. So, wie sehen denn die Bäume hier aus? Sind die schon ein bisschen angewachsen? Tatsächlich, Alter, die sind schon angewachsen. Also, die haben sich schon verändert. Hm. Jetzt sieht man, dass das wie ein Tannenbaum werden soll. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Ja, Tannenbaum. So, Alter Schwede, hast du es übertrieben, ne? Ja. Ach, du. Wie viele Bäume waren das? 250? 240 Bäume, Alter. Ja. Wir haben aber auch ordentlich viele abgeholzt. So, was? Der Mais ist schon wieder fertig, Alter. Der Mais ist da. Holla hi, holla hopp, hopp. Ich fahr mal eben hoch auf die Berge. Hoch auf den. Um den Hänger zu holen, weißt du? Blabla Berge. Den. Fällt ein Hähnchen jetzt. Blauen Bergen war das, glaube ich. Von den blauen Bergen kommen wir. Und wir pissen in dein Revier. Boah, diese scheiß Bruckelmauer, Alter. Boah, heftig jetzt. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines Hähnchen. Ich sag dir jetzt, also komplett weggespült gerade. Alter, weg war ich. Ups. Alter, was hab ich denn gewusst? Weiß ich nicht. Alter. Bei mir aber auch gerade nicht anders. Nur ich bin so anständig und sag das halt nicht. Ja, das ist schon. Das ist so eklig, dass ich fast sterbe hier. Warum erzählst du es dann? Weiß ich nicht. Falls ich tot umfall. Wenn die Fans wissen. Dann kümmert es mich ja eh nicht. Wenn die Fans wissen, was los ist, weißt du? Welche Fans? Ja, Alter, die sind alle wegen mir hier. Glaubst du, die gucken das wegen mir? Ja. So, schön mit dem Pickup mal den Ladewagen hier holen. Ne? Das sieht doch mal realistisch aus. Boah, er hat aber zu viel. Alter, viel. Bergauf. Wozu brauchen wir denn den zweiten Ladewagen jetzt? Was meinst du? Alter, wie schlingert der denn hier? So. Für Paletten und so weiter. Das stimmt, also packe ich den auf den Hof. Fluch. Der Fliegerwagen zu, also wie heißt das hier, Dinge abzuholen, die einfach unrealistisch sind. Das sieht so geil aus. Ja, unrealistisch ist das nicht. Das Riesending mit dem Pickup, das ist doch. Und der Fliegel?
Ja. Das ist tatsächlich nicht unrealistisch. Also, das habe ich noch nie gesehen. Der hat ja die passende. Der hat ja gar nicht die passende Anhängerkupplung eigentlich. Der Pickup hat ja eine Kugelkupplung. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd gemacht, dass die Kugel und dieses andere Ding da. Penis. Ja, zusammen. Was? Penis, ja. Ja, genau, die Peniskupplung. Oh, scheiße, ich hab schon wieder vergessen. Ach, was? Du hast deinen Namen vergessen? Ja, nee, ich hab schon wieder vergessen, auf 1 zu stellen. Jetzt ist dein Name war ja Rüdiger, ne? Ja, das ist schon wieder in der Dämmerung. Alter! Oh. Nein! Oh. Was ist los? Ich bin gerade zur Seite gekippt. Ich will wieder Looping machen, deswegen. Ich versuche wieder Looping zu machen. Looping Louis? Ja. Ich versuche wieder einen zu machen. Weil das war einfach geil aus. Schade, dass du nicht mit einsteigen kannst, ey, das wäre der Hammer. Weil das sieht jetzt wirklich geil aus. Vielleicht siehst du es ja noch. Was mit dem Pickup? Und dem Anhänger? Ja. Habe ich doch gerade eben gesehen. Diesmal springt er gerade. Schade. Schade. So, einen Stapel noch, dann ist der Anhänger wieder voll. Und wieder schön sauber, also relativ sauber, aufgeladen. Ich liebe diese Ballengabe. Das ist schön. So. Lecker. Mal die, wie heißt das? Schafe sauber machen, Alter, Schwede. Wir haben schon wieder Hämorrhoiden hier. Sieht schon wieder aus wie in deiner Bude hier, Alter. Kugellacker. Boah, Alter, diese Lenkung ist so anstrengend, gerade wenn man auf. So, war was? Yep. Ja. Kugellacker. Kugellacker. Sehr lecker. Das war lecker, oder? Ach du Scheiße. Oh Alter, ich werde dich immer was zurückgeschossen. Achso, okay. Was? Was wo? Oh. So. Alter, der Preis ist von 1600 herab runter auf 945. Jetzt will ich mal gucken, ob der Ladewagen jetzt besser ist in der Performance. Wir haben 70 Schafe. Ja. Das ist super. Ey, hallo! Die Schafe auf jeden Fall! Ja, das ist die Zeit. Du bist gerade ein bisschen leise, ich habe nichts verstanden. Wenn die nicht laufen, dann sind die krank. Okay, der kippt auch sehr schnell, aber er ist. Er läuft besser. Der macht Alter, doch einfach wie... 3 Vollpfosten, ne? Nein, also 4 ist, ist jetzt optimal bei dem. Mach doch mal 17 hoch, Alter. Alter, das sieht so geil aus, wie voll der Ladewagen, also der Wagen ist. Boah, das sieht richtig geil aus. Was? Kannst du mal in den Wald reinsteigen, dann siehst du dir das mal ansehen. Das möchte ich absolut nicht, weil ich arbeite gerade. Du und arbeiten? Was? Ja, ich stelle gerade die Helfer ein für die Felder. So. Oh, dieser Ballenstab hier ist ein bisschen. Hilfe! Ich werde hier. Ich werde hier wieder gezogen. Ich mach gerade das falsche Feld mit dem anderen. Das ist doch für den. Oder? Mach das nicht? Nee, das ist für den Pet hier gemacht. Miau! Wow. Was? So. Aber wir werden jetzt mal nächste Folge machen. Ein höchstes Pauschen. Jo, bis zur nächsten Folge.